Das nächste Hörspiel auf dem Kanal wird schon bald beginnen. Aber vorher möchte ich natürlich noch ein paar kleine Infos dazu liefern, damit ihr auch wisst, was euch wirklich erwartet. Zunächst einmal das Wichtigste. Wie steht Pokémon Mystery Dungeon Never Alone in Beziehung zur Walross-Edition? Nun, ich habe es schon mal erklärt, beide Geschichten spielen in derselben Welt. Und zwar spielt Never Alone ziemlich genau 100 Jahre vor der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 1. Es werden einige Ereignisse passieren, die allerdings nicht mehr in der Walross Edition Erwähnung finden. Auch Charaktere. Wir hatten die beiden Hauptcharaktere als kleinen Gastauftritt in Walross Edition 4. Aber mehr nicht. Die Verbindung der Lore der beiden Geschichten ist auch etwas tiefer, so dass man sie gar nicht erkennt, sage ich, wie es ist. Man erkennt sie großteils nicht. Abgesehen von einem einzigen Charakter. Ihr wisst doch alle, ich könnte kein Hörspiel ohne Darkrai schreiben. Darkrai ist auch in Never Alone ein Charakter mit einer sehr wichtigen Rolle. Was genau sie ist, werdet ihr wohl erst warten müssen. Ich habe ja bereits gesagt, das Hörspiel zu Never Alone beginnt am 2. Januar an einem Samstag. Dann wird Folge 1 online kommen. Was ich dabei etwas übersehen hatte. Never Alone hat tatsächlich einen Prolog, der rund eine Seite geht. Das sind 3 Minuten Video. Dieser wird noch vor dem 2. Januar online kommen. Ich weiß noch nicht wann, vielleicht gefühlt hier, wenn ich das aufnehme, morgen, also am 23. Vielleicht irgendwann nächste Woche. Wir werden es sehen. Die Länge der Folgen in Never Alone, da muss ich euch vorwarnen, die ersten 5 Folgen werden unterdurchschnittlich für meine Hörspiele lang sein. Vermutlich großteils nicht mal 10 Minuten. Es war ein bisschen schwierig, weil die englische Version, die ich übersetzt habe, hatte einfach eine kürzere Kapitellänge im Durchschnitt, als es noch in der Walross-Edition der Fall ist, was unter anderem eben daran lag, dass die Kapitel immer einzeln online gekommen sind und auf Englisch waren, deswegen hätte es zu lang gedauert. Okay, und dann habe ich so ein Kapitel, das 3000 bis 4000 Wörter hat. Auch wenn ich gerade überlege, ob das im 1. oder 2. Never Alone war. Ja, es gibt offiziell Never Alone 2, aber ich werde es vermutlich nie zu einem Hörspiel machen. Weil, ich sag so, als Autor sind meine Geschichten so ein bisschen wie meine Kinder für mich. Und es heißt ja immer, man sollte kein Lieblingskind haben. Hab ich auch nicht. Ich mag alle von ihnen. Außer Never Alone 2. Die Geschichte ist nicht gut geworden. Ich werde wahrscheinlich ein paar Videos machen, in denen ich die Lore ein bisschen dann so Wrap-up mache, einfach mal erzähle. Aber egal, das ist jetzt nicht das Thema. Die wichtigen Charaktere in der Story möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Im Prolog werdet ihr bereits Fade kennenlernen, die ja auch bereits einen Auftritt in der Walross-Edition hatte. Sie hat kein Gedächtnis, weiß nicht, was los ist, weiß nicht, wie die Welt ist, in der sie landet. Da kann ich auch nicht viel zu sagen, ohne viel vorwegzunehmen. Es gibt auch Thunder, den 2. der Hauptcharaktere, die es in der Geschichte gibt. Ganz wichtig, es gibt wie gesagt mehrere Hauptcharaktere. Und anders als in der Walross-Edition ist es auch geläufig, dass mittendrin sich die Sichtweise ändert, was ich allerdings immer ansagen werde. Deswegen passiert es häufig, dass mitten im Kapitel ich irgendwann sage, die ganze Zeit hat Fade erzählt und dann sage ich irgendwann Thunders Sicht und zack, macht er weiter. Thunder, ein Bewohner von Metro City, Mitglied der Polizei dort und damit einer der Kämpfer gegen die Sklaven der Dunkelheit. Eine böse Organisation. Dann gibt es noch seinen besten Freund, Esti, der genau wie Fade ein Vulpix ist. Wenn auch ein etwas eigenes.
Wie man auch im Bild, das ich euch einblenden müsste, was das Titelbild auf fanfiction.net war. Es gibt noch einige andere Charaktere. Bei einem Charakter, der ursprünglich eine Gastrolle aus der Walross-Edition hatte, beim Police Officer selber, habe ich den Namen geändert, weil es wirklich in der Lore so keinen Sinn gemacht hat. Ursprünglich war Neverlone halt wirklich komplett alleinstehend geplant, da der Police Officer tatsächlich Günther war. Sonst gibt es eben Darkrai, der wirklich derselbe Charakter auch lore-technisch ist, wie er in der Walross-Edition ist. Und auch viele neue Charaktere. Ich wollte gerade neue und alte sagen, aber nein, tatsächlich außer Darkrai gibt es keine bekannten Charaktere. Die Folgenlänge, hatte ich die Folgenlänge schon fertig geredet? Ich bin gerade wieder super dabei, ich weiß. Die Folgenlänge, am Anfang eben sehr unterdurchschnittlich, wahrscheinlich so meistens keine 10 Minuten, habe ich erklärt, warum. Allerdings ab Folge 6 oder so müsste es sein, sind die Folgen dafür überdurchschnittlich lang. Mit in der Regel mindestens 20 Minuten vermutlich. Deswegen könnt ihr euch darauf freuen. Alles in allem war es das auch schon großteils mit dieser kleinen Vorstellung. Was wichtig ist, vor allem im Vergleich zur Walross-Edition, von der Atmosphäre, dem Plot und der Storyline her, habe ich das Gefühl, dass Neverlone einfach eine erwachsenere Geschichte ist als die Walross-Edition. Etwas düsterer und behandelt Themen, die die Walross-Edition vielleicht teilweise anschneidet. Allgemein habe ich das Gefühl, dass Neverlone noch sehr auf Atmosphäre baut, auf Charakterentwicklung und es ist eine nicht unbedingt sehr lange Geschichte, in der relativ viel Plot komprimiert, aber in meiner eigenen Meinung trotzdem nicht zu knapp zusammengefasst ist. Wenn ihr euch freut auf dieses Übergangsprojekt bis zur Walross Edition 5, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sorry, ich habe gerade einen Discord-Status gelesen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim Projekt wieder. Bis dann und ciao.